Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Philosophisch-Theologischen Kompaktkurs 3, ich begrüße ganz herzlich zum heutigen Vortrag im Rahmen des zweiten Themenkreises Sexualität und Religion. Der heutige Vortrag steht, wie bekannt, unter dem Titel Frau und Mann bei Paulus und ich freue mich sehr, dazu eingeladen worden zu sein. Professor Simbrunner war ja in seinem Eröffnungsvortrag zum zweiten Themenkreis bereits kurz auch auf den Apostel Paulus eingegangen und seine Haltung bezüglich Ehe, Ehelosigkeit und Sexualität. Und diese Aspekte möchte ich jetzt heute nochmals vertiefen. Zu diesem Zweck möchte ich in einem ersten Schritt ganz kurz auf die soziale und kulturelle Realität im antiken Umfeld des Paulus eingehen, im Hinblick auf Stellung und Funktion der Ehe, sowie auf die Relationen innerhalb der Ehe. Und es ist klar, dass das in diesem Rahmen hier nur sehr, sehr plakativ und holzschnittartig passieren kann und die tatsächliche Realität sehr viel bunter und komplexer war. Aber einfach als Hintergrund, als grober Hintergrund, was die Realität des Paulus war. Und in einem zweiten, größeren Schritt möchte ich dann vor diesem Hintergrund die Position von Paulus selbst darstellen. Und da ich selbst aus der neutestamentlichen Exegese komme, werde ich das mit einem relativ engen Bezug auf einen Text aus den Paulusbriefen tun, der dafür besonders relevant ist. Ich beginne dann zunächst mit dem sozialen und kulturellen Hintergrund. Die antike Gesellschaft war grundsätzlich eine patriarchalisch und androzentrisch geprägte Gesellschaft. Das schlägt sich selbstverständlich auch auf das Eheverständnis und auf das Eherecht nieder, zumindest in der Theorie, auch wenn es in der Praxis gegebenenfalls ganz anders aussehen konnte. Das Leben innerhalb einer Ehe war in der Antike gleichsam der Normalzustand, obwohl für den Philosophen im Einzelfall auch das ehelose Leben ein anzustrebendes Ideal sein konnte, um sich voll und ganz den philosophisch-geistigen Aktivitäten widmen zu können. Die Hauptfunktion einer Ehe war es, den gemeinsamen Haushalt zu organisieren und zu bewirtschaften, vor allem aber auch legitime, standesmäßige und damit erbberechtigte Nachkommen zu zeugen und gemeinsam aufzuziehen und damit den Fortbestand der eigenen Familie zu sichern, wie auch insgesamt zur Stabilität der Stadt oder Nation beizutragen. Dem entspricht, dass die Ehe als Ganze im Lateinischen mit dem Begriff Matrimonium bezeichnet wurde, das heißt so viel wie Institution zur Regelung der Mutterschaft. Es handelte sich somit also eher um eine ökonomische wie auch um eine sozialpolitische Institution als um eine rein private. Aus diesem Grund wurde auch der Ehebruch mit der ehrbaren Frau eines anderen Mannes als ein öffentliches Vergehen geahndet, nicht jedoch der Gang ins Bordell bzw. überhaupt der Verkehr mit Hetären oder Prostituierten. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang immerhin, dass zumindest in Rom die Geburt von eigenen Kindern trotzdem keine zwingende Voraussetzung für die gesellschaftliche Anerkennung einer Frau war. Liebe und Zuneigung zwischen den beiden Partnern waren keine notwendige Bedingung für eine Ehe, wo sie vorhanden waren, beziehungsweise sie sich im Laufe der Zeit eingestellt haben, war das natürlich zusätzliches Glück. Die Hauptfunktionen einer Ehe lagen jedoch anderswo. Interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, dass Kaiser Augustus mit seinen Ehegesetzen die Stellung der Institution Ehe und die Erzeugung standesgemäßer Nachkommenschaft
deutlich zu stärken und zu forcieren versucht hat, indem zum Beispiel die Erbrechte für unverheiratete und für kinderlose Personen massiv eingeschränkt wurden oder umgekehrt das Mindestalter für das Erreichen eines hohen politischen Amts für jedes Kind, das gleichsam dem Gemeinwohl geschenkt war, um ein ganzes Jahr herabgesetzt werden konnte. Und außerdem wurden nach diesen Gesetzen auch Mischehen, also Ehen zwischen standesmäßig unterschiedlichen Partnern, überhaupt nicht als Ehen im Vollsinn anerkannt. Die Relationen innerhalb einer Ehe fügen sich dann auch in diese übergeordneten Gesamtstrukturen der patriarchalisch geprägten antiken Gesellschaft ein, insofern die Frau, jedenfalls der Theorie nach, mit der Heirat gleichsam vom Besitz ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber jedenfalls vom Verfügungsbereich ihres Vaters oder Großvaters in denjenigen ihres Ehemanns bzw. in denjenigen von dessen Familie übergehen. Das konnte im Einzelnen eherechtlich unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei dem Modell einer sogenannten Kaufehe oder Brautgüterehe, das im frühen Griechenland und auch im antiken Judentum üblich war, wurde der Herkunftsfamilie der Braut ein Brautgeld von Seiten des Bräutigams bzw. von dessen Familie ausbezahlt. Bei der alternativen Praxis der sogenannten Mitgiftehe, die im Griechenland der klassischen Zeit das vorherrschende Modell war, wurde dagegen der Braut von Seiten der väterlichen Familie eine Mitgift ausgestellt, die ihr dann auch gegebenenfalls im Fall einer frühen Verwitwung oder Ehescheidung für ihren weiteren Lebensunterhalt zur Verfügung stand. Auch innerhalb einer geschlossenen Ehe bestand ein hierarchisches Gefälle, während für Frauen jegliche Form von vor- und außerehelichem Geschlechtsverkehr verpönt war, war bei Männern der Verkehr mit Prostituierten weithin nicht unbedingt geächtet. Allerdings entwickelte sich dann in Griechenland ab dem 4. Jahrhundert vor Christus, wie dann auch in Rom, in der späteren republikanischen Zeit und in der Kaiserzeit ein Eheideal, das durchaus wechselseitige Zuneigung und Solidarität und damit dann auch wechselseitige Treue, also auch von Seiten des Mannes, implizierte. Unabhängig von solchen Idealen und auch unabhängig von den jeweiligen eherechtlichen Verhältnissen wird allerdings vermutlich der tatsächliche Respekt innerhalb einer einzelnen Ehe primär vom jeweiligen Charakter der beteiligten Partner abhängig gewesen sein. Und man darf vielleicht sogar davon ausgehen, dass es letztlich auch nicht weniger glückliche Ehen gegeben haben mag als heute. Ich komme dann zum zweiten wichtigeren Teil des Vortrags, nämlich zur Haltung des Apostels Paulus gegenüber den Themen Ehe, Ehelosigkeit und Sexualität. Und ich werde es nochmal aufgliedern in zwei Unteraspekte. Einmal geht es vor allem um das innereheliche Sexualverhalten und in einem zweiten Unterpunkt dann auch um das Verhältnis von Ehe und Ehelosigkeit. Jedenfalls war der einzige Ort oder die einzige Institution, in der für Paulus die Sexualität auf eine legitime Art und Weise gelebt werden durfte, die Ehe. In der Hinsicht liegt er ganz auf der Linie seiner jüdischen Herkunftstradition. Und im gesamten 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs im Neuen Testament thematisiert er in der Ausführlichkeit, wie sie sonst im Neuen Testament an keiner anderen Stelle zu finden ist, Fragen rund um Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung.
Ich werde mich deshalb im Folgenden immer wieder auf die ersten Verse dieses Kapitels beziehen, um die Position des Apostels im Hinblick auf Stellung und Funktion der Ehe im Verhältnis zur Ehelosigkeit sowie auf das Sexualverhalten innerhalb der Ehe darzustellen. Paulus beginnt die Thematik mit der Wendung, was das anbetrifft, was ihr geschrieben habt. Das lässt relativ eindeutig erkennen, dass seine ganzen nachfolgenden Ausführungen als eine Antwort auf eine konkrete schriftliche Anfrage von Seiten der Korinther konzipiert sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit zitiert er dann eine Meinung der Korinther, die als Anfrage an ihn herangetragen wurde, nämlich: Es ist gut für einen Menschen, eine Frau nicht zu berühren. Es ist gut für einen Menschen, eine Frau nicht zu berühren. Darauf reagiert Paulus weder völlig zustimmend, noch aber auch gänzlich ablehnend, sondern er befürwortet es zwar seinem grundsätzlichen Gehalt nach, aber zugleich korrigiert, modifiziert und relativiert er das an einzelnen Stellen auch deutlich. Die Wendung "eine Frau berühren" ist im griechischen Sprachgebrauch ein Euphemismus für geschlechtlichen Umgang haben, die fortdauernde Berechtigung von zwischenmenschlichem Geschlechtsverkehr steht also grundsätzlich zur Disposition und darin ist die Frage nach dem Sinn und Zweck neuer Eheschließung dann natürlich mit eingeschlossen. Welche Motivation führt nun dazu, dass in der Gemeinde von Korinth überhaupt eine solche Position vertreten werden konnte und wie hat man sich diesbezüglich die aktuelle Situation dort vorzustellen? In der relativ neu gegründeten christlichen Gemeinde von Korinth war es, so hat es den Anschein, bei einigen oder allen nach ihrer Hinwendung zum Christusglauben zu einem gewissen Enthusiasmus und zu einem gewissen Vollendungsbewusstsein gekommen. Sie lebten in der Erwartung, dass das Ende der Welt kurz bevorsteht und Christus schon bald zum jüngsten Tag wiederkehren würde. Und meinten, durch ihren Glauben sämtlichen irdisch-materiell-leiblichen Bezügen bereits enthoben zu sein. Es ist dabei durchaus vorstellbar, dass dieselbe Grundvoraussetzung, nämlich eben das Bewusstsein, bereits sämtlichen weltlichen Bezügen enthoben zu sein, und die daraus resultierende mindestens tendenzielle Abwertung der Leiblichkeit zueinander gerade entgegengesetzten Konsequenzen führen konnte. Zu einem völlig schrankenlosen sexuellen Libertinismus einerseits und dass es einen solchen in Korinth auch gegeben hat, kann wiederum aus anderen Passagen des ersten Korintherbriefs durchaus geschlossen werden, aber eben auch zu einem rigoristischen sexuellen Asketentum andererseits. Neben solchen frühchristlichen Überzeugungen können daneben auch Einflüsse aus der hellenistischen, insbesondere der stoisch-kynischen Popularphilosophie mitprägend gewesen sein, wo, wie vorhin bereits erwähnt, in spezifischen Fällen ebenfalls das Ideal des ehelosen Lebens vertreten werden konnte, insbesondere für den Philosophen, um sich mit ungeteilter Aufmerksamkeit den geistigen Aktivitäten widmen zu können. Und schließlich kann auch noch das Vorbild von Paulus selbst mit seiner eigenen zölibatären Lebensweise, wenn auch nicht allein ausschlaggebend, so doch zumindest die vorhandenen Tendenzen noch befördernd gewirkt haben. Demgegenüber lebt Paulus zwar durchaus auch in der Erwartung einer recht zeitnahen Wiederkehr Christi, aber für ihn sind die weltlichen Belange dadurch eben noch nicht gleichgültig geworden. Seine Eschatologie ist also eher geprägt von einer
einer gewissen Spannung zwischen schon und noch nicht. Und an dem gerade Gesagten ist auch wichtig, dass sämtliche Texte, die wir von Paulus überliefert haben, eben Briefe an ganz konkrete Gemeinden in ganz konkreten Situationen sind. Es handelt sich also immer um sehr kontextgebundene Situationsliteratur und nicht um abstrakte theologische Traktate. Das nur als Hintergrund zu allem, was ich jetzt im Folgenden noch sagen werde. Ich komme dann zu dem ersten Unteraspekt, nämlich zu dem Sexualverhalten innerhalb der Ehe. Nachdem Paulus also die Anfrage oder die Meinung der Korinther zunächst zitiert hat, setzt er dann zu einer eigenen, sehr ausführlichen und differenzierten Antwort darauf an. Er setzt der korinthischen These zunächst direkt entgegen, dass jeder Mann seine eigene Frau haben solle und umgekehrt. Haben bedeutet in diesem Kontext wohl nicht einfach heiraten bzw. verheiratet sein, sondern eine auf Dauer angelegte sexuelle Beziehung haben. Wiewohl das freilich wiederum aus der Sicht des Paulus nur innerhalb einer ordnungsgemäß geschlossenen Ehe seinen legitimen Platz hat. Als Begründung führt Paulus die Vermeidung von Unzucht an. Dabei bedeutet Unzucht für ihn jede Form von vor- oder außerehelichem Geschlechtsverkehr. Auch damit steht er ganz auf der Linie seiner jüdischen Herkunftstradition. Das könnte nun den Eindruck erwecken, dass der Sinn und die Funktion der Ehe für Paulus allein darin liegen, Unzucht zu vermeiden, wie es ihm durchaus auch aufgrund von diesen Aussagen immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde, etwa in dem Sinn, die Ehe sei für ihn lediglich ein notwendiges Übel, um schlimmere Übel zu verhindern. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Wahl dieser Begründung durch die Anfrage der Korinther, die den Fokus bereits ja ganz auf die sexuelle Dimension lenkt, gleichsam auch schon vorgegeben war. Zwar ist es einerseits durchaus richtig, dass Paulus auch keine weitere Begründung für die Richtigkeit oder die Notwendigkeit anführt, eine Ehe einzugehen, aber andererseits erhebt er selbst auch keinen Anspruch auf Exklusivität. Allerdings kann umgekehrt aus dieser Begründung geschlossen werden, der einzig legitime Ort für die Praktizierung der Sexualität ist für Paulus die Ehe. Alles andere erfüllt für ihn den Tatbestand der Unzucht. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass sich zum einen die Aufforderung unterschiedslos an Männer und Frauen gleichermaßen richtet und dass zum anderen die Fortpflanzung und das Aufziehen von Kindern als Sinn und Funktion der Ehe, wie das sonst in dieser Zeit sowohl im jüdischen Bereich wie auch im paganen griechisch-römischen Bereich durchweg geläufig war, bei Paulus nirgendwo eine Rolle spielen. Die unterschiedslose Beachtung von Männern und Frauen setzt sich dann im Folgenden fort, dahingegen, dass die Ehepartner jeweils kein Verfügungsrecht über den eigenen Leib haben. Also eine recht radikale Aussage. Bei aller Radikalität der Aussage bleibt aber trotzdem zu beachten, dass sie wiederum ganz reziprok und symmetrisch formuliert ist, also Frauen und Männern im Bereich der Sexualität völlig gleiche Bedürfnisse, Rechte und Pflichten einräumt. Paulus spricht hier vom Verfügungsrecht über den Leib, über das Soma. Das Soma bezeichnet bei Paulus fast immer den ganzen Menschen, noch genauer den Menschen in seiner Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit. Und daraus ergibt sich, dass sich die eheliche Beziehung
so sehr auch im Kontext von 1. Korinther 7, eben vor allem bedingt durch die Anfrage im korinthischen Schreiben, der Aspekt des Sexualverkehrs ganz im Zentrum des Interesses steht, nicht darauf reduzieren lässt. Denn wenn dem so ist, dann ist auch an der ehelichen Beziehung mit ihrem wechselseitigen Anrecht auf das Soma des jeweils anderen immer dieser ganze Mensch in umfassender Weise beteiligt. Gleichwohl wird dieser Aspekt hier letztlich nicht weiter ausgeführt, sondern der Fokus liegt deutlich auf der sexuellen Dimension. Paulus setzt mit einer ähnlich radikalen Aussage fort, nämlich entzieht euch einander nicht, in seiner Grundbedeutung eigentlich, beraubt euch einander nicht. Aber auch hier handelt es sich wiederum um eine wechselseitige, reziproke Formulierung. Insofern ist es durchaus auffällig, dass nahezu sämtliche Aussagen in völliger Symmetrie und Parallelität gestaltet sind. Frauen und Männer, also in Bezug auf die hier thematisierten Aspekte, auch auf der sprachlichen Ebene vollkommen gleichgestellt werden. Das ist vor dem Hintergrund der antiken, hierarchisch strukturierten Gesellschaft, wo sonst tendenziell eher etwas einseitig dem Mann das Verfügungsrecht über die Frau zugesprochen werden konnte, durchaus bemerkenswert. Allerdings bleibt Paulus mit seiner Stellungnahme keineswegs eine völlig singuläre Ausnahme, sondern es lassen sich sowohl im jüdischen wie auch im paganen Raum durchaus parallele Positionen finden. Wenig zwar, aber es gibt sie. Im Anschluss nennt Paulus dann eine genau festgelegte Ausnahme von der Aufforderung, sich einander nicht zu entziehen. Eine solche Ausnahme darf nur in gegenseitiger Übereinstimmung erfolgen und nur dann darf ein begrenzter Zeitabschnitt dem Gebet vorbehalten bleiben. Die Unterscheidung zwischen einem Zeitpunkt für das Gebet und einem Zeitpunkt für die eheliche Zusammenkunft findet sich auch in anderen antiken Texten. Dort wird dann aber tendenziell gerade eher umgekehrt zum Gebet aufgefordert, um Unzucht zu vermeiden, während Paulus geradezu auffordert, nicht zu viel zu beten, um nicht gerade dadurch der Unzucht die Hintertür zu öffnen. Das spricht doch für einen beträchtlichen, weitblickenden Realitätssinn des Apostels, der vor dem Hintergrund seines eigenen, anscheinend asexuellen Lebens durchaus beachtlich ist. Es stellt sich die Frage, wie man sich diese Hingabe an das Gebet, die und zwar als einziger Grund den Rückzug vom ehelichen Geschlechtsverkehr rechtfertigt, hat. Ein einfaches tägliches Tischgebet oder Morgen- und Abendgebet könnte dabei wohl kaum im Blick sein. Von daher ist es naheliegend, dass in diesem Kontext wohl eher etwas längere Einkehr- oder Rüstzeiten gemeint sein werden. Übrigens auch damit knüpft Paulus an jüdische Traditionen an, die einen Rückzug vom ehelichen Sexualverkehr zum Zweck des intensiven Gebets oder aber des Schriftstudiums zugestehen. Dort allerdings dann eher in der Regel einseitig im Hinblick auf den Mann. Als Grund dieser sehr restriktiven, detaillierten Anweisungen bezüglich der vorübergehenden Enthaltsamkeit wird die andernfalls drohende Versuchung durch den Satan genannt. Stellt sich die Frage, wie man sich diese Versuchung durch den Satan vorzustellen hat. Vermutlich bezieht sich das hier auf die Gefahr von außerehelichem Geschlechtsverkehr, wenn einer der beiden Partner wegen des zu langen Betens des anderen nicht mehr widerstehen kann. Auch hier ist freilich die Kontextgebundenheit der Aussage zu beachten. Denn Paulus schreibt das warnend an seine korinthischen Enthusiasten, die sich den
irdisch-leiblichen Bezügen bereits allzu selbstsicher enthoben wähnten. Und im Übrigen ist Paulus auch darin, entsprechende Konstellationen mit dem Satan in Verbindung zu bringen, kein Einzelfall, sondern er bewegt sich damit einfach innerhalb von allgemein verbreiteten Vorstellungswelten seiner Zeit. Im Anschluss qualifiziert er selbst diesen Rückzug zum Gebet als Zugeständnis und ausdrücklich nicht als Verpflichtung. Das heißt also, innerhalb einer geschlossenen Ehe hat selbst der nur zeitweilige Rückzug lediglich Konzessionscharakter, ansonsten ist der Geschlechtsverkehr wechselseitige Pflicht. Ich komme damit zu dem zweiten Unteraspekt, nämlich zu dem Verhältnis von Ehe und Ehelosigkeit nach Paulus. Wenn Paulus dann schreibt, ich wünschte aber, dass alle Menschen wären wie auch ich selbst, ist das im Gesamtkontext bezogen auf die Fähigkeit des Paulus zum ehelosen Leben und das heißt faktisch also zu einem asexuellen Leben. Die Frage nach dem ganz exakten Verständnis von diesem seinem Charisma, ob er also völlig libidolos war, oder aber in Bezug auf seine eigenen sexuellen Triebe zur Sublimation fähig, muss offen bleiben, da die Texte das letztlich nicht hergeben. So oder so bezieht sich allerdings die paulinische Alternative jeweils auf die Ehe als Ganze. Das heißt, wie schon erwähnt, auf die Ehe als eine Gemeinschaft, die die gesamte Person beansprucht. Das heißt also, auch wenn Paulus relativ häufig Sexualfeindlichkeit zum Vorwurf gemacht worden ist, dass die Sexualaskese an sich für ihn eigentlich nicht Selbstzweck ist, sondern vielmehr gerade umgekehrt die Sexualität als einziger Grund für die Ehe genannt wird. Paulus erkennt also die Fähigkeit zur Ehelosigkeit als ein vermutlich eher seltenes, gottgegebenes Charisma an. Und er bezeichnet das auch explizit so. Das zeigt nochmals den beträchtlichen Realitätssinn und Pragmatismus des Paulus an, sowie seine tiefreichende Einsicht in die Dynamik der menschlichen Sexualität, die vor dem Hintergrund seines eigenen asexuellen Lebens eigentlich fast schon erstaunlich ist. Wichtig ist dabei vor allem, dass Paulus prinzipiell die Ehelosigkeit gegenüber der Ehe bevorzugt, die erstere aber nicht für alle eine praktizierbare Lebensweise darstellt. Diese grundsätzliche Stellungnahme wird dann nochmals mit Blick auf die Unverheirateten und die Witwen spezifiziert. Dass die Witwen gesondert erwähnt werden, mag übrigens damit zusammenhängen, dass diese in der Antike eine sozial besonders gefährdete Gruppe darstellten, als solche auch bereits im Alten Testament ziemlich häufig erwähnt und auch dort immer nur in der weiblichen Form, für die also die Frage nach einer Wiederverheiratung besonders drängend gewesen sein war. Für diese Unverheirateten gibt Paulus denselben Ratschlag, den er bereits als eine allgemeine Grundregel aufgestellt hatte. Die bessere Option wäre es, unverheiratet zu bleiben. Bei mangelnder Fähigkeit zur Enthaltsamkeit ist aber eine neue Eheschließung vorzuziehen. Diese Position wird hier zunächst nicht unmittelbar begründet, wird aber im weiteren Verlauf des Kapitels dann noch deutlich, dass die Bevorzugung der Ehelosigkeit für Paulus keineswegs Selbstzweck ist, sondern vielmehr bedingt ist durch seine zeitnahe Erwartung der Wiederkehr Christi. Diese korrigiert nun also für Paulus interessanterweise die frühjüdische, auf Fortpflanzung ausgerichtete Interpretation der Schöpfungserzählungen
die mindestens die Hochschätzung, wenn nicht gar die Pflicht zur Ehe impliziert. Und das, obwohl Paulus sonst die sexualethischen Fragen ziemlich stark auf der Linie seiner jüdischen Herkunftstradition liegt. Allerdings weicht Paulus auch hier wieder, zwar mit seiner Position von der deutlichen frühjüdischen Mehrheitsströmung ab, steht aber andererseits auch damit keineswegs völlig singulär da. Das prominenteste Beispiel für eine Hochschätzung und mindestens partiell auch Praktizierung des ehelosen Lebens im Bereich des antiken Judentums ist vielleicht die Gemeinschaft von Qumran. Und auch Mose als der große Prophet und die Gründergestalt des Judentums wurde in der nachbiblischen Tradition dann zu einem zölibatär lebenden Menschen stilisiert. Mose hätte kurz nach dem Beginn seiner prophetischen Tätigkeit den Verkehr mit Frauen aufgegeben, um nicht abgelenkt in Bezug auf den Empfang seiner Offenbarungen zu sein. Und auch in der urchristlichen Bewegung, beziehungsweise am Übergang vom Judentum zu dieser, war zölibatäres Leben, gerade auch bei besonders charismatischen Personen, keineswegs völlig singulär. Als prominenteste Vorbilder kennen vor allem Johannes der Täufer, sowie natürlich auch Jesus selbst genannt werden. Dass Paulus die Ehe trotz allem dennoch zugesteht, beziehungsweise diese immerhin höher bewertet als seine korinthischen Adressaten, trägt wiederum der spezifischen Eigenart der paulinischen Eschatologie Rechnung, nach der die Christen zwischen Auferstehung und Wiederkunft Christi eben in diesem gewissen Spannungsfeld zwischen schon und noch nicht stehen und damit im Unterschied zur Ansicht der korinthischen Enthusiasten den irdisch-leiblichen Bezügen eben noch nicht völlig enthoben sind. Denn selbst in der vermeintlichen Kürze der nach Paulus noch verbleibenden Zeit gilt auch für die Unverheirateten wiederum, dass bei mangelnder Enthaltsamkeit eine neue Eheschließung vorzuziehen ist. Wie er es sagt oder formuliert, denn es ist besser zu heiraten als zu brennen. So kann jedenfalls zumindest gegenüber dem Vorwurf der Sexualfeindlichkeit festgehalten werden. Nicht die Sexualität als solche gilt Paulus eigentlich als Hindernis, sondern vielmehr das unbefriedigte Bedürfnis danach. Des Weiteren ist festzuhalten, dass sich bei Paulus, was die Egalität zwischen Männern und Frauen anbetrifft, wirklich höchst weitgehende Aussagen finden. Wie bereits jetzt mehrfach erwähnt, ist das 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs fast durchgehend in Form von reziprok und parallel formulierten, Frauen wie Männer gleichermaßen betreffenden Aussagen gestaltet. Allerdings bezieht sich diese Egalität hier letztlich primär auf das wechselseitige Anrecht bzw. die Verpflichtung zum innerehelichen Geschlechtsverkehr. Darauf liegt hier deutlich der Fokus. Denn über den gesamten sonstigen Umgang innerhalb der Ehe, sprich wie egalitär es nach Paulus in den Häusern am Küchentisch zuzugehen hat, wie man sich jeweils das Aufkommen für den Lebensunterhalt der Familie und den Abwasch aufzuteilen hat und so weiter, ist hier überhaupt nichts ausgesagt, weder positiv noch negativ. Aus den Texten also allgemein ein egalitäres paulinisches Eheethos ableiten zu wollen, geben sie meines Erachtens nicht her. Entgegen dem relativ häufig geäußerten Vorwurf der Leib- und Sexualfeindlichkeit könnte man also allenfalls umgekehrt beklagen, dass Paulus hier allzu sehr auf den Aspekt des Sexuellen fokussiert ist und alle übrigen Belange des Ehelebens vernachlässigt. Ein allgemeines Eheethos oder gar eine systematische Ehelehre aufzustellen, ist aber
ja auch gar nicht seine Intention. Deshalb muss deren Fehlen auch nicht beklagt oder kritisiert werden, sondern es handelt sich eben um eine Antwort auf ganz konkrete Anfragen aus Korinth und auf aktuelle Probleme in der Gemeinde dort. Die von ihm dabei thematisierten Aspekte sind mit Hinblick darauf ausgewählt. Wenn andere Aspekte des Ehelebens hier nicht thematisiert werden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass diese grundsätzlich für Paulus keine Rolle spielen, sondern lediglich, dass sie im aktuellen Konflikt bedeutungslos sind. Paulus stellt hier also kein allgemeines, egalitäres Eheethos auf, allerdings auch umgekehrt kein allgemeines, hierarchisches, sondern eben schlicht überhaupt keines, sondern er bleibt oft auf diesen Aspekt des innerehelichen Sexuallebens fokussiert. Ich komme nun zum Abschluss. Drei Punkte erscheinen mir an dem, was ich gerade erzählt habe, besonders wichtig, und die möchte ich deshalb zum Abschluss nochmals ganz kurz zusammenfassen und festhalten. Erstens, Paulus schätzt zwar grundsätzlich die Ehelosigkeit und damit ein asexuelles Leben höher ein als die Ehe, aber er ist realistisch und pragmatisch genug, dass er daraus keine allgemeine Forderung ableitet, sondern darin ein spezifisches Charisma sieht. Für die Mehrheit ist nach ihm die Ehe die angemessene Lebensform und der einzig legitime Ort zum Ausleben der Sexualität. Zweitens, Paulus löst die Sexualität von ihrem in der Antike sehr geläufigen Zweck der Fortpflanzung. Und auch wenn er selbst sie nicht allzu hoch schätzt, räumt er damit der Sexualität einen gewissen Eigenwert oder zumindest ein gewisses Eigenrecht ein. Das heißt, für ihn ist Geschlechtsverkehr, der aus Lust und Leidenschaft erfolgt, nicht an sich verwerflich, sofern es nur innerhalb der Ehe praktiziert wird. Und schließlich, drittens, für Paulus sind, was die Rechte und Pflichten im Hinblick auf das innereheliche Sexualverhalten angeht, Männer und Frauen vollkommen gleichgestellt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.